und immer da unten reingucken, ne? Ja, okay. Das macht man nämlich immer falsch. Am Anfang guckt man immer da oben rein. Okay. Hallo. Hi. Hey. Ich bin heute mit dem Henry hier und habe ihn mir geschnappt, um wieder mal für die Rubrik 5 Fragen an ihn zu befragen, weil ich finde, er ist auch ein sehr faszinierender Mensch und glaube, dass wir da richtig schöne Antworten bekommen. Bevor ich die 5 Fragen stelle, Henry, magst du irgendwie ein paar Worte zu dir sagen, was du... Du hast ja auch einen YouTube-Kanal, genau. Was für Themen, was beschäftigt dich, was erwarten die Leute da, können die da erwarten? Also ich habe letztes Jahr angefangen im August mit YouTube und ich selber bin jetzt seit knapp 5 Jahren und 6 Monaten Rohköstler und auf meinem Kanal selber versuche ich halt die Themen rüberzubringen, wie man die natürliche Gesundheit wieder erlangen kann, wie man sich selber wieder gesunden kann, was es dafür für Möglichkeiten gibt und ja, so auch die verschiedenen Menschen auch zu Wort kommen lassen, wie sie ihre Gesundheit wiedererlangt haben und was dafür halt am wichtigsten ist. Ja, so ganz grob gesagt. Mhm. Genau. Danke. Das passt ja gut zu meinem Namen, irgendwie von meinem Kanal auch, natürlich gesund. Das ist auch das, was ich verfolge, finde ich schön. Ja, können noch mehr Kanäle mit diesem Thema irgendwie immer mehr kommen. Ja. Genau. Bist du bereit für die erste Frage? Ja, ich bin gespannt. Also ich kenne die Fragen ja noch gar nicht. Das ist genau. Ja, alle kriegen sich spontan gestellt. Die erste Frage ist, wie du quasi auf diesen bewussten Weg gekommen bist. Also was hat die Wende irgendwie gebracht, dass du angefangen hast, hey, irgendwie, ich möchte natürlicher leben? Bei mir war es damals erstmal nur aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Also ich war damals relativ schwer krank gewesen, hatte Herzprobleme, ständige Kopfschmerzen, Nervenprobleme. Das heißt, ich konnte mich nicht mehr ausdrücken, dass ich halt so Sprachprobleme habe zwischendrin immer. Dass ich gestottert habe und Sehprobleme, Knochenschmerzen, dann eiternde Ausschläge und ja, ganz viele Sachen eigentlich. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, weil die Ärzte wollten mir Medikamente verschreiben und ein Arzt hat mich zum nächsten Arzt geschickt und in meiner Familie gab es auch schon viele Todesfälle und da habe ich dann gesagt, hey, okay, es muss auch einen anderen Weg geben. Mhm. Dann habe ich gesunde Ernährung bei Google eingegeben und bin und bin dann auf Markus Rothkranz gestoßen. Aha. Ja, und dann ging das alles los, über ihn dann zu anderen Rohkostautoren und dann kam das alles so nach und nach zusammen. Mhm. Und dann habe ich nach 6-7 Monaten habe ich dann gemerkt, wie die Krankheiten so langsam weggegangen sind. Ne? Wow. Ja, und das war dann halt so der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, okay, die Natürlichkeit gefällt mir immer mehr und mehr. Und dann kam halt das Bewusstsein irgendwann dazu. Ne? Mhm. So, dass man gemerkt hat, okay, der Körper kommt immer mehr in Einklang so mit sich selber. Mhm. Und ja, das war dann irgendwie so ein schönes Gefühl. Ne? Und so ging das dann immer weiter, der Weg. Ja. Wir machen gerade ein Video. Ja, schön. Magst du ein bisschen rüberkommen? Ich sehe gerade, dass du so fast aus dem Bild fällst. Wieso hast du denn, das ist jetzt keine Frage, sondern das war jetzt ist eine Nachfrage, wieso hast du gesunde Ernährung eingegeben? Also warum dachtest du jetzt, musst du eine Ernährung ändern? Das war einfach, frag mich nicht warum, das war damals einfach so. Mhm. Ich habe damals einfach eingegeben, gesunde Ernährung und gesund werden. Ah, okay. Das waren so die beiden Sachen, die ich damals eingegeben hatte. Mhm, das war dann einfach so, das so im Kopf drin. Okay. So, ohne dass ich mir das erklären konnte. Das war einfach so damals. Man muss dazu sagen, ich sage das immer wieder gerne, weil wenn mir jemand vor 7 oder 8 Jahren gesagt hätte, hey, in 5, 6, 7 Jahren würde ich mich mal nur noch von Rohkost ernähren, ja, oder man könnte sich da wieder gesund machen, da hätte ich demjenigen wahrscheinlich gesagt, ja, komm, ja, genau. Und jetzt, ja. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Ne? Ja, schön. Ja. Und auf so einfache Art und Weise, ohne Medikamente, ohne dass man zum Arzt geht, das finde ich halt auch so spannend. Das habe ich ja auch erlebt, so wie das seit 20 Jahren irgendwie, dass ich nur noch halt mit natürlichen Mitteln das und nicht mehr schulmedizinische Medikamente verwende. Ja. Und du kannst alles heilen damit. Genau. Das ist fantastisch. Ja. Einen Punkt fand ich auch noch. Da habe ich aufgehorcht, du hast gesagt, in deiner Familie gab es viele Todesfälle. Ja. Ist ja klar, dass Menschen sterben. Also was meinst du speziell Todesfälle? Die sind an Krankheiten gestorben, oder? Ja, also bei meiner Mutter war es jetzt so, dass sie Diabetes hatte. Mhm.
also schon zum Vorstadium Diabetes und da schon einige Medikamente genommen hatte. Gut, und dann kamen halt auch noch Zigaretten mit dazu und, sage ich mal, die Industriekost. Viel Fleisch. Und dann hatte sie schon viele Medikamente immer bekommen von den Ärzten. Und dann kam halt dann irgendwann der Schlaganfall. Und bei meinem Vater war es auch ein Schlaganfall. Das ist dann circa 15 Jahre eher passiert. Meine Mutter ist vor 4 Jahren gestorben, vor 5 Jahren. Und mein Vater dann 15 Jahre eher. Und bei beiden war es Schlaganfall. Eine Freundin von uns hat sich gerade an der Melone verschluckt. Okay, ja, danke, dass du das teilst. Okay. Genau. Das sind dann natürlich auch starke Eindrücke, die wahrscheinlich auch sehr tief wirken. Ja. Okay. Ja. Ja, danke für deine Offenheit. Ja, gerne, ja. Ich glaube, ich gehe zur nächsten Frage. Die zweite Frage ist, wo du drei Dinge, die dir Kraft geben. Drei Dinge, die mir Kraft geben. Mhm. Also definitiv Sport und Laufen. Mhm. Das ist die erste Kraft, muss ich sagen. Das nächste wäre das Miteinander mit anderen Menschen. Also so die reine Nächstenliebe, ja. Oder ich muss so ganz gerne sagen, so immer, beim Schönsten ist es immer bei den, wenn du auf irgendeinem Hokuspot-Lab bist und dich nicht verstellen musst, sondern du kannst einfach du sein und ohne dich zu verstellen, wie manchmal, ihr wisst ja wahrscheinlich, wie das ist, wenn ihr auf der Arbeit seid zum Beispiel, und dann kann man eben nicht immer alle Fragen stellen oder verstellt sich dann einfach. Weil man denkt, man muss sich anpassen an diese Gesellschaft, aber das ist dann bei diesem Potluck eben nicht so. Deswegen mag ich dann eben so dieses Miteinander so und diese reine Nächstenliebe halt ohne Hintergedanken. Ne? Das ist das, was mir so ganz viel Kraft gibt und halt auch die schöne große Gemeinschaft immer. Ja? So mit euch jetzt zum Beispiel jetzt am Wochenende. Gestern hat man halt den Potluck gehabt mit 15 Leuten. Das war mega schön gewesen. Super Gespräche gehabt. Und das ist sowas, wo ich sage, das gibt viel Kraft, also mit anderen Mitmenschen zusammen. Und das dritte, definitiv grüne Säfte. Okay. Ja. Was geben die dir? Also wo spürst du da die Kraft? Wieso bringst du das in Zusammenhang mit Kraft? In dem Sinne, weil ich mache ja immer so wie heute zum Beispiel, hatte ich Gurke reingemacht, Alfalfa-Sprossen und dann halt noch Wildgrün, ne? So ein bisschen so zwei Hände voll. Und ich weiß, das ist halt so ein tiefes Zufriedenheitsgefühl. Bei vielen Obstsorten merkt man ja, dass es dann teilweise so überzüchtet ist. Und wenn man so einen grünen Saft trinkt einmal am Tag, dann merkt man, dass man halt wieder schön geerdet ist und man fühlt sich einfach gut. Mhm. Ja. Ich meine, es gibt noch viele andere Dinge, die man jetzt so mit reinbringen könnte. Aber ich würde sagen, das sind so die drei Sachen. Schön. Danke. Und die nächste Frage ist, ob du, oder eine Anregung sozusagen für die Menschen, die das jetzt schauen, hast du da einen Tipp für ein zufriedenes Leben? Was glaubst du, was ist da so ein Rezept, um zufrieden zu sein? Also definitiv im Moment leben. Einfach im Hier und Jetzt. Nicht an morgen denken, nicht an übermorgen, nicht was es in 2 Wochen sein könnte. Hier und Jetzt. Und vor allem, was mir sehr geholfen hat, einfach mal alles beiseite legen, alle elektronischen Geräte und sich wieder auf die Menschen und auf die nähere Umgebung zu konzentrieren und wieder mehr damit in Einklang zu kommen. Das finde ich eigentlich so ganz wichtig, muss ich sagen, weil ich so mitbekommen habe, dass sich so viele zu Hause, möchte ich jetzt mal sagen, einbunkern. Also dann nur noch zu Hause vorm Fernseher und so, aber muss ich halt sagen, das Leben ist halt viel zu schön. Ja, ich war früher auch so, ich habe mich zu Hause eingeschlossen vom Fernseher oder was auch immer. Ja? Und jetzt einfach rausgehen und sich mit anderen Menschen wieder treffen, so wie es mal damals war. Ja? Und halt, es gibt nichts Schöneres. Ja. Hört sich so an, als wenn du auch schon einen ganz schönen Weg, irgendwie ganz schöne Transformation hinter dir hast. So. Ja. 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 Schön. Die nächste Frage ist, was dir im Leben wichtig ist. Oh, da gibt es viele Sachen. Da gibt es viele Sachen. Speziell,
Auf was speziell bezogen? Allgemeinheit oder? Was dir jetzt spontan einfällt, so der erste Impuls. Hm. Muss jetzt auch gar nichts. Kann auch was ganz Einfaches sein. Ja. Also Freunde. Definitiv Freunde. Dann frische Luft. Schöne frische Luft, keine Stadtluft. Mhm. Mag jetzt komisch klingen, aber ich mag so die frische Luft. Dann, ja, ich mag einfach alles, ja. Ich mag so, dass jetzt einfach, was jetzt gerade passiert, so, und ich mag gute Früchte, mag ich sehr gerne. Mhm. Ja. Und einiges hatte ich ja vorhin schon gesagt, deswegen. Ja. Schön. Ja. Und als letzte Frage habe ich, ob du ein Herzensanliegen hast, was du gerne mit der Welt teilen möchtest, was dir wichtig ist, so eine Botschaft, so irgendwie, irgendwas, was dir am Herzen liegt, wo du denkst, es braucht die Welt. So. Mhm. Ja, für mich ist es wichtig, dass die Menschen wieder lernen, sich selber gesund zu erhalten und selber in Freude leben zu können, ohne Leid und ohne Hunger auch auf der Welt, ja, weil das gibt es viel zu viel. Mhm. Und ich würde mich halt so freuen in den nächsten Jahren, ich meine, das passiert ja jetzt schon in den letzten Jahren, dass so die Menschen immer mehr und mehr aufwachen, sich wieder anfangen, mehr für Gesundheit zu interessieren, sich gesund zu ernähren. Und auch wieder anfangen, sich eigene Grundstücke zu kaufen und selber Obst und Gemüse anzubauen. Mhm. Und das möchte ich halt schon so in den nächsten Jahren versuchen, diese Botschaft weiter voranzubringen auch. Und die Menschen halt weiter dahingehend mehr wieder aufzuwecken und auch zu helfen bei der Ernährungsumstellung. Weil da ist ja so viel auch, wie soll ich sagen, so viele Theorien, die es da draußen gibt. Der eine sagt, die Ernährung ist richtig, der andere sagt, die Ernährung ist richtig. Und man weiß dann gar nicht mehr, was davon überhaupt das Wahre sein könnte, ne? Und was sagst du dann so Menschen, die jetzt von dir hören wollen, was soll ich machen? Das kommt halt immer drauf an, weil ich sehe halt immer den Menschen an sich selber, ja, und schaue, was er für eine Vorgeschichte hat, was er für Krankheiten hat, was er für Einschränkungen hat, weil das spielt da alles mit rein. Jemand, der zum Beispiel schwere Krankheiten hat, den kannst du nicht nur zum Beispiel Frühstück geben. Der würde zu schnell entgiften, das würde schief gehen. Ja? Mhm. Und da musst du dann halt immer schauen, wenn jemand gesund ist oder ob jemand noch ziemlich ungesund ist, weil er halt noch Krankheiten hat, dann so passe ich das dann halt an. Ja? Was ich halt wichtig finde, und das kann man immer machen, egal wie man sich ernährt, sind definitiv die Grünsäfte und Wiesengrashäfte oder Gerstengrashäfte. Das sind so, was jedem sehr, sehr gut hilft, egal wie er sich momentan ernährt. Ja? Ja, das ist eigentlich so mein Hauptanliegen und was ich mir sehr wünschen würde, dass da und dadurch dann auch mit der Ernährungsumstellung das Bewusstsein weiter ansteigt und sich die Menschen wieder mehr miteinander verständigen und dann ist auch definitiv mehr Friede, Freude. Mhm. Eierkuchen hätte ich jetzt fast noch gesagt. auf der Welt geben wird. Und ja. Was ich jetzt auch so ein bisschen mitgekriegt hat und was für mich da auch so mitschwingt, das meinst du, glaube ich, auch so, dass die Zufriedenheit auch so kommt aus, also so ohne, dass man jetzt materielle Dinge irgendwie anhäufen muss, ne? Dass es wirklich so um das Zwischenmenschliche geht und um das eigentlich, was man ohne Geld kauft, also so was es einfach frei gibt. So, genau, ne? Genau. Das, ja. Genau, super zusammengefasst. Das habe ich ja, ist einfach so, wie ich dich wahrgenommen habe. Ja. Schön. Ja, genau. Ja. Gut. Haben wir noch irgendwas? Von mir aus war es das. Gibt es bei dir noch was? Von meiner Seite eigentlich auch, ja. Ja, okay. Ich denke schon. Dann danke ich dir sehr für die wertvollen, bereichernden Antworten. Ich danke dir. Ja, sehr, sehr gern. Und genau, es gibt ja schon einige andere Interviews, könnt ihr mal gucken. Ich verlinke natürlich Henrys Kanal unten in der Infobox, also schaut da mal rein. Und dann findet ihr dann alle Zugangsdaten, alle zu ihm. Und genau, schaut da mal vorbei. Ansonsten wünsche ich euch alles, alles Liebe und bis zum nächsten Video. Ja, alles Liebe für euch. Ciao. Tschüss.